So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Projekt hier auf dem Kanal, und zwar SimRail Railway Simulator. Und zwar den Playtest steht hier unten ja auch, und ich würde sagen, hier ist ein Hikeshaus, Multiplayer gibt es sogar auch, ein Editor. Aber wir machen mal das hier oben, weil es, wie gesagt, ist eh nur ein Playtest. Katowice nach Warschau, und das nehmen wir. Ja, also, ich muss schon sagen, ne? Wenn dann schon das hier. Ja, ich wurde freigeschaltet auf Steam für den Playtest und ja, darum würde ich sagen, spielen wir das jetzt auch mal. Handyman muss ich gleich auch noch aufnehmen. Das tun wir auch mit dem schönen Handwerker-Simulator. Today you will run passenger train 4665 on the section Dąbrowa-Górnicza-Ząbkowice, Będzin. You will use the Oh Gott, oh Gott. 34WE electric multiple unit to operate it. War vielleicht doch keine so gute Idee, jetzt mit denen. Wer ist denn mit ausgeglichen? Geht das dann? Naja. Naja. Ist echt immer wieder erstaunlich, ne? Ach, hier gibt es ja keine Performance. Oh. First, we have to start by preparing the train. Walk towards the train and leave the cover panel next to the entrance doors. Was? Er musste den Triebwerk für die Fahrt vorbereiten. Gegen sich zum Fahrzeug öffnen Sie die Abdeckung der Türen. Ist das hier? First, we have to start by preparing the train. Walk towards the train and leave the cover panel next to the entrance doors. Geil. First, we have to start by preparing the train. Walk towards the train and leave the cover panel next to the entrance doors. Aber gehen Sie zum Fahrzeug öffnen. First, we have to start by preparing the train. Walk towards the train and leave the cover panel next to the entrance doors. Ah. First, we have to start by preparing the train. Walk towards the train and leave the cover panel next to the entrance doors. Hä, wo sollen die denn sein? Öffnen Sie die Abdeckung nächst den Türen. Es gibt nur diese Abdeckpanel hier. Oder bin ich doof? So geht's, so. Ich ist behindert? Steht das hier irgendwo, wo ich hin muss? Guck mal, steht auch nirgendwo, wo ich hin muss. Ich dachte, das wäre ein Tutorial. First, we have to start by preparing the train. Walk towards the train and leave the cover panel next to the entrance doors. Und öffnen Sie die Abdeckung. Ja, welche denn? Hallo. First, we have to start by preparing the train. Walk towards the train and leave the cover panel next to the entrance doors. Es gibt hier kein Panel. Ich muss sagen, die Grafik gefällt mir echt gut. Aber es gibt kein Panel.
Tut mir leid. Das hier sind die einzigen Panel, die ich finden kann. Ich möchte ihn noch mal einmal neu starten. Man merkt auf jeden Fall, das ist noch ein Playtest, weil ich glaube, das Spiel ist jetzt abgestürzt. Es ist noch ein Playtest, das Spiel ist, glaube ich, gerade abgeraucht. Steht hier, oh, ne, steht hier nicht. Ich schließe mal das Programm ganz kurz. Und starte es wieder. So, es hat das auch wieder. Genau, hier steht auch, dass das ein Playtest ist. Ja, ich möchte das gerne spielen. Wäre sehr, sehr nett von dir. Today you will run passenger train 4665 on the section Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice, Będzin. You will use the 34WE electric multiple unit to operate it. First we have to start by preparing the train. Walk towards the train and leave the cover panel next to the entrance doors. Tja, also lieber Entwickler, ich glaube, ihr habt hier einiges vergessen. First we have to start by preparing the train. Walk towards the train and leave the cover panel next to the entrance doors. Was steht da? Makrofon. Ich bin tatsächlich gerade ein bisschen überfragt. Als erstes musst du das Triebfahrzeug, gehen Sie zum Fahrzeug und öffnen Sie die Abdeckung.
First, we have to start by preparing the train. Walk towards the train and leave the cover panel next to the entrance doors. Kann ich SOS drücken? Nein. First, we have to start by preparing the train. Walk towards the train and leave the cover panel next to the entrance doors. Steht da heute sogar auf Deutsch. Ich kann da kein Englisch, wie ihr wisst, aber irgendwie hilft uns das hier alles nicht weiter. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wisst, was für eine Abdeckung die meinen. Weil die haben auch schon so einklappbare Spiegel hier. Oder auch jetzt kein Spiegel, sah auf jeden Spiegel. Was für ein Spiegel doch, müsste eigentlich anders sein. First we have to start by preparing the train. Walk towards the train and leave the cover panel next to the entrance doors. Entweder bin ich so dämlich oder die haben mir echt was vergessen zu programmieren. First we have to start by preparing the train. Walk towards the train and leave the cover panel next to the entrance doors. Ja, wow, das mit der Geschwindigkeit hier, aber das interessiert mich gerade voll und ganz hier. Doch, sind tatsächlich Spiegel. Sogar in welche Richtung wir müssen. Wir gehen mal zur anderen Seite des Zuges. First we have to start by preparing the train. Walk towards the train and leave the cover panel next to the entrance doors. Was ist das denn hier? Das ist ja richtig huckelig hier. First we have to start by preparing the train. Walk towards the train and leave the cover panel next to the entrance doors. Ja, es ist definitiv der falsche Führerstand. First we have to start by preparing the train. Walk towards the train and leave the cover panel next to the entrance doors. First we have to start by preparing the train. Walk towards the train and leave the cover panel next to the entrance doors.
Das ging schon mal nicht. Ich dachte, wir können jetzt einfach losfahren. Der hupt ja auch nicht. Komme ich irgendwie oben auf. First we have to start by preparing the train. Walk towards the train and leave the cover panel next to the entrance doors. Great. Now switch on the Ach, battery and then wow. close the cover. It's time to enter the cabin. Use the one key or press on the door to enter the passenger section. Ist vor allem überhaupt nicht laut. Hey! Was ist das? Warum piept das so laut? Now, turn on the radio telephone. It will allow you to communicate with the dispatcher during the entire journey. Ist ja nicht auszuhalten, dieses Piepen. Boah. Kriegst ja ordentlich mehr, kriegst ja einen Tinnitus von. Liebe Entwickler, das habt ihr ganz falsch gemacht. Bitte sowas nicht programmieren. Das macht dir ja einen Gehörschaden. Ich weiß auch gar nicht, warum der piept. Was soll ich nehmen? Schalte bitte das Funkgerät ein. Use the button or a spacebar on a keyboard to deactivate the CA-SHP security system. These systems will regularly check your alertness while driving. Ja, das machen wir in der nächsten Folge und ich versuche gleich mal vor der nächsten Folge dieses Piepen auszuschalten, also wenn nicht auszuhalten. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst ein Abo und ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss, Sikorski.